Guten Abend, Aerith Force Beats wieder hier mit einem neuen Video aus der Reihe Fruity Loops von A bis Z. Ja, das ist das Video Nummer 11 und hier werde ich euch ja die ersten Schritte Richtung Mastering und Abmischen zeigen. Und das Ganze heute mal mit der Kick, aber die Methode, die ich verwende, kann man auch mit anderen Wave-Dateien oder Soundfonts oder was weiß ich, also auf jede beliebige, mit jedem beliebigen verwendeten Plugins oder was auch immer verwenden, benutzen. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Satz am Anfang lautete. Jedenfalls ist dieser Effekt für mehrere Dinge gut. Alles klar. Jetzt mal wieder ein bisschen konzentrierter bleiben und in den Ordner Hip-Hop reingehen und eine halbwegs gut klingende Kick raussuchen. Wie zeige ich das? Ich glaube, diese Tiefen sind am besten. Um das gut zu erklären, beziehungsweise um das dann vom Gehör her auch deutlich rauszuhören, was sich da jetzt überhaupt geändert hat und wofür das gut ist. Gut, dann gehen wir hier einmal in die FX rein, mit der linken Maustaste klicken, einen nach oben. Jetzt sind wir auf 1. Doppelklick, dann kommen wir in den Mixer. Hier sieht man jetzt, ist der Channel 1 vom Mixer ausgewählt. Wenn ich jetzt hier die 2 wähle, sieht man dann rechts im Mixer, wie es sich bewegt. Und dann suche ich mir den Channel aus. So, natürlich habe ich noch keinen verwendet, darum kann ich auch in Channel 1 bleiben. Jetzt habe ich mir nur den Kanal ausgesucht, ich habe noch nichts weiter getan. Das heißt, die Kick klingt immer noch so wie in ihrer Ausgangslage. Und zwar so. Ja, nicht weiter spektakulär. Jetzt kommt das erste. Jetzt wähle ich hier das Classic Echo. Und jetzt ist das Echo viermal. Das hieß, es wird sich jetzt so anhören. Denkt man ja, gut, was soll daran jetzt gemastert sein? Das ist ja schrecklich. Ne? Dann hat man auch viel zu viel. Gut, dann gehe ich jetzt hier runter auf Time, sodass die vier Echos, aus welchen ich jetzt auch nur noch eins mache, das heißt, ein Schlag würde quasi hinter der Kick herkommen. Jetzt habe ich das Tempo aber ganz runtergesetzt auf 0, dass das Echo quasi genau zur selben Zeit kommt wie die Kick selber. Das heißt, ich habe zwei Kicks auf einmal hier. Ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen mehr Druck. Als würde ich das nicht machen. Also das ist auf jeden Fall immer Schritt 1, den ich mache. Dieses hier mit dem Echo wende ich jedoch nur bei den Drum-Samples an. Also bei Kick, Snare, Hi-Hat, Clap, was auch immer. Das wende ich nicht bei irgendwelchen Melodien an, weil dann hören die sich unechter an. Aber hier ist das auf jeden Fall ganz gut, doppelstufig zu machen. Ist auch schon eine kleine Kanalverteilung vorhanden dabei, weil sich das dann im Stereo etwas anders anhört und anders auf den Boxen ablegt. Es ist dann nicht mehr so im Zentrum. Alles klar. So, dann zu den ersten FX, die ich raussuche. Da klickt man immer auf diesen Pfeil und jetzt kann man sich hier was aussuchen. Als erstes nehme ich mal den Fruity Limiter. Den haben wir hier. Draufklicken. Da nehme ich jetzt gar keine Einstellungen vor. Und wenn ich jetzt abspiele, hört man so keinen besonderen Unterschied. Aber in Kombination mit dem nächsten, was ich jetzt einfüge, also ein kleiner Unterschied ist auf jeden Fall vorhanden mit dem Limiter immer. Es klingt einfach auch sauberer von den Frequenzen. Aber am besten ist halt jetzt in Kombination, das benutze ich immer mit diesem hier. Maximus. So, jetzt habe ich schon richtig ordentlichen Druck. Gut, jetzt sehen wir hier oben roter Bereich. Das heißt, jetzt muss ich die Ausgangs-Wave-Datei natürlich etwas runterschrauben vom Volumen her, damit ich durch die eingefügten FX, also Effekte und weiß ich, Master-Sachen, die ich damit vorne und halt diesen doppelten Echoschlag, dadurch ist es ja schon fast doppelt so laut, wenn man so will, natürlich auch runterschrauben, damit die Wave-Datei, die Ausgangs-Wave-Datei auch eine Chance hat, sich zu verbessern von der Qualität und vom Druck her, weil sonst würde ich das Ganze einfach nur übersteuern. Alles da, hier kann man dann runterschrauben, bis es einfach nicht mehr im roten Bereich ist oder gut in den fertigen Beat passt und die Kick sich nicht zu sehr abhebt. Gut, immer noch zu viel, da kann man ruhig richtig beliebig runtergehen. Richtig viel runtergehen. Da muss man nicht denken, da geht was verloren, weil es klingt ganz anders als am Anfang definitiv und das auch auf jeden Fall besser. So, jetzt habe ich die so. Und hier höre ich jetzt, geht dann wird irgendwann übersteuert, dann muss man dann halt gucken. Also so würde ich es ja schon gar nicht mehr nehmen, das kratzt ein bisschen zu sehr. Passt aber auch in manche Beats ganz gut rein. Also so wäre es eigentlich okay. So, und das, was ich jetzt hier gemacht habe, lässt sich auch super für alle anderen möglichen Sachen anwenden. Aber wie gesagt, das mit dem Echo hier, das würde ich wirklich nur bei den Drumsets ausprobieren. So, jetzt können wir ja zum Vergleich mal die andere Kick neutral hören, wie sie am Anfang war. Das war die Kick 2. So, höre ich mir erst die nochmal an. Also hier, unbearbeitet. Und jetzt bearbeitet. Viel besser. Viel, viel besser. Ich hoffe, das kommt auch jetzt so mit der Aufnahme hier dann gut im Internet rüber, wie ich das jetzt hier höre.
Ansonsten einfach selber ausprobieren. Ich habe es jetzt noch ein bisschen leiser gemacht, damit das nicht zu sehr macht, weil dann erkennt man gar nicht mehr die bessere Qualität. Dann ist es am Ende einfach nur zu laut und übersteuert. Naja, so viel zum Abmischen der Kick. Jetzt kann ich einfach mal ersetzen hier die Kick und füge da eine Snare ein. Ja, die hat ja eigentlich hier recht wenig Druck. So, die Snare ist jetzt quasi schon gemastert, weil die ersetzt wurde durch die Datei hier. Also da, wo die Kick vorher drin war, durch den Sampler. Und gucken, ob die auch besser klingt. Hat auf jeden Fall mehr Druck. Und wenn man hört, die klingt so tief. So, als ob etwas davor wäre. Und die klingt hier viel befreiter und heller. Also das passt sehr gut auf allen Sachen. Jetzt kann man sagen, naja, vielleicht finde ich die sogar besser hier, wie die sich anhört. Aber das sind jetzt auch die Standardgeräusche. Und mit besseren Tönen kriegt man natürlich auch viel bessere Klänge dann am Ende hin. Aber da könnt ihr dann selber rumprobieren. Gibt es natürlich noch viele verschiedene Sachen, die man hier ausprobieren kann. Den Reverb, da bin ich schon mal in einem anderen Video drauf eingegangen. Da kann man das Ganze noch mit dem Echo hinterlegen. Hier das Echo stärker. Hier wird es etwas sanfter. Da kann man hier die Größe des Raumes einstellen, natürlich auch noch auf Size einmal. Oder hier. Das wäre quasi, ja, sieht man eigentlich aus wie so ein kleiner Mülleimer, ne? Dass dann das Echo des Mülleimers quasi nur wäre vom Klang. Aber hier von einer richtig großen Halle halt. Also hier kann man auf jeden Fall sehr gute Sachen über die FX machen. Das ist auch auf jeden Fall schon sehr gut geeignet zum Abmischen. Aber Video für Video werde ich immer mal wieder ein paar neue hier vorstellen. Gleichzeitig gibt es aber auch noch Erweiterungspacks für die FX hier, die auch teilweise gratis sind. Aber dazu komme ich dann später noch. Gut, das war's mit diesem Video. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.